Seit 2005 ist die Steuerquote in Deutschland stetig gestiegen. Seit 2005 schreiben Sie in Ihre Wahlprogramme, dass Sie die Steuerquote begrenzen wollen. Wie nennen Sie das? Ich nenne das Wählertäuschung der Fleißigen in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nichts anderes ist das. Und mein Vorwurf an die Kolleginnen und Kollegen der SPD ist, Sie sehen nicht einmal ein Problem bei der Belastung kleiner Einkommen. Die deutsche Politik hat in den vergangenen Wochen und insbesondere bei Ihnen am Wochenende viel gesprochen über diejenigen, die nicht oder nicht mehr arbeiten, meine Damen und Herren. Das ist legitim, das muss diskutiert werden. Aber es darf nicht sein, dass in Deutschland nicht mehr über diejenigen gesprochen wird, die arbeiten und ihre Steuern zahlen, meine Damen und Herren. Das tun Sie nicht. Wir schlagen Ihnen hier ganz konkret vor, den höheren Eckwert im Einkommensteuertarif nach rechts zu verschieben und in Richtung höherer Einkommen am Ende zu belassen. Das ist zunächst mal Technik. Die Frage ist ja, wen betrifft das ganz konkret? Über wen reden wir hier eigentlich? Wir reden von Menschen, von einem zu versteuernden Einkommen ab 9.400 Euro im Jahr, will ich an der Stelle betonen. Menschen, die derzeit den Mindestlohn verdienen, in Teilzeit arbeiten und beispielsweise anstreben, auf eine Vollzeitstelle zu gehen. Meine Damen und Herren, diese Menschen sehen sich einem Steuersatz gegenüber, der um über 70% steigt. Das ist das Gegenteil von sozialer Gerechtigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen.